Hallo Freunde, der Herbst ist da, alles grau in grau. Aus diesem Grund und auch noch aus vielen anderen möchte ich euch heute ein leckeres Rezept zeigen, nämlich für einen Rosmarinsirup, der nicht nur super schmeckt, sondern euch auch noch den Kopf frei macht. Willkommen zurück auf meinem Blog. In meinem heutigen Beitrag zeige ich euch, wie ihr einen leckeren Rosmarinsirup macht, der auch noch gegen Kopfschmerzen hilft. Ich liebe diesen Sirup, wenn ich stressbedingte Kopfschmerzen habe. In einem ersten Schritt brauchen wir aber dazu Rosmarin, den ich jetzt aus dem Garten hole. Dieser unterstützt die Konzentration, wirkt nervenstärkend und krampflösend. Davon habe ich 4 bis 5 Zweige gesammelt. Als weitere Zutaten dazu benötigt ihr ein 5 cm großes Stück Ingwer, den Saft einer Zitrone, 1 Esslöffel Hagebuttenpulver, 200 Gramm Zucker und 250 ml Wasser. Anschließend verwendet ihr einen kleinen Topf, gebt die Rosmarinzweige hinein und befüllt diesen mit 250 ml Wasser. Schließlich kommt der Saft einer Bio-Zitrone oder einer Limone dazu, je nachdem, was ihr gerade zu Hause habt. Die Zitrone ist hier Vitamin C-Lieferant und gibt dem Sirup die nötige Säure. Dann kommt schließlich der Ingwer dazu. Dieser wirkt in diesem Rezept schmerzlindernd und gibt dem Körper ein Wärmegefühl. Er ist somit toll für unser Immunsystem. Nun lässt ihr alles zusammen einmal kurz aufkochen und dann 30 Minuten auf der kleinsten Herdstufe ziehen. In der Zwischenzeit wird eure Küche toll nach Rosmarin riechen. Nach Ablauf der Zeit siebt ihr alles ab und verwendet nun die verbleibende Flüssigkeit weiter. In einem nächsten Schritt gebt ihr die Flüssigkeit wieder in den Topf und fügt die 200 Gramm Zucker dazu. Darüber hinaus kommt noch 1 Esslöffel Hagebuttenpulver dazu. Dieses dient hier als Vitamin C-Lieferant. Hagebuttenpulver kann man kaufen oder selbst herstellen. In der Beschriftungsbox unter dem Video habe ich euch ein Rezept dazu hinterlegt. Nun alles zusammen so lange einkochen lassen, bis es eine sirupartige Masse ergibt. Rührt dabei öfters um. Und das relativ gründlich. Bei mir hat es circa 7 Minuten gedauert. Sobald der Sirup die nötige Konsistenz hat, filtert ihr diesen heiß in eine Flasche ab. Und fertig ist er. Dieser Sirup macht nicht nur den Kopf frei, sondern schmeckt auch noch so richtig lecker. Wenn euch das Rezept gefallen hat, dann lasst mir bitte einen Daumen hoch da. Wie immer könnt ihr alle Rezepte in der Beschriftungsbox unter dem Video nachlesen. Ich freue mich auf das nächste Mal. Eure Kräuterhexe.